Liebe Leute, ich melde mich heute tatsächlich mit einer gewissen Aufregung im Bauch, denn in einem jener Momente der familiären Prokrastination, also immer dann, wenn man weiß, man muss die Spülmaschine ausräumen, man muss eigentlich die Hausaufgaben kontrollieren, in einem dieser Momente habe ich das alles beiseite geschoben und, wie man so schön sagt, prokrastiniert, also mich mit irgendwas anderem beschäftigt. Da bin ich ein bisschen durchs Internet und habe das alles ausgeblendet, was die echte Welt von mir verlangt, und fand auf einer meiner Lieblingshändlerseiten das. Und das, ja, drei Onslaught-Decks, die ich alle noch nicht hatte, fehlen alle noch in unserer Reihe Themendecks. Hier oben ist das Video, das ich damals gemacht habe zum Thema Themendecks, die wir noch suchen, die wir noch machen müssen, die uns noch fehlen. Und die zwei, die kamen sogar noch oben drauf, die taugen aber in der Regel nicht viel. Das sind die Intro-Decks, die es damals gab zum Core-Set, ich glaube, 9. Edition. Aber wisst ihr was? All das hier zusammen, ja, ein bisschen mehr als 40 Euro. Original verpackt, überlegt euch das mal. Die Decks hier sind aus 2002, bald 20 Jahre alt hier. Und ich habe gerade mal 40, ein bisschen mehr Euro bezahlt. War ein Restposten. Und das bestätigt mich wieder in dem, was ich immer sage, Leute. Guckt nicht so eng auf Card Market. Da werden die Dinger viel zu teuer gehandelt. Guckt nicht nur auf eBay und eBay Kleinanzeigen. Auch wenn man da viel unterwegs ist, da werdet ihr oft beschissen über den Tisch gezogen. Schaut bei den einschlägigen Händlern, bei den Online, ja, Versandhandel, Websites, da findet ihr oftmals Restposten, wo die Leute sagen, ich hau das raus hier für 6 Euro, für 5 Euro oder für 10 oder 8. Da muss man dann zuschlagen schnell, weil ja, es gibt viele Leute, die wollen das Zeug auch haben. Und wenn ihr daran interessiert seid, wie wir auch gemeinsam an so Sachen kommen, wie wir so Sachen dann gemeinsam besorgen, uns danach vielleicht die untereinander aufteilen oder uns Tipps geben, wo man es findet, kommt einfach in den Discord. Ihr wisst Bescheid, da treffen wir uns regelmäßig und tauschen uns aus. Und jetzt bin ich einfach super aufgeregt. Das wird hier das Programm der nächsten Wochen sein. Womit fangen wir denn an? Ich weiß, zwei Leute aus meinem Discord interessieren sich für die Decks hier. Ich glaube, einer davon für das Celestial Assault Deck. Ich glaube, das machen wir einfach auf. Dann kommt er schneller an seine Sachen ran. Ha? Ist das eine Idee? Da freuen sich die Leute doch. Alles klar, dann machen wir das jetzt mal. Die zur Seite und Celestial Assault. Warum ich dieses Deck besonders gerne aufmachen will, ist gleich, liebe Azorius. Weiß und Blau ist meine Farbkombo. Genau meine Art Magie. Countern, fliegen, ein Stück weit kontrollieren. Und hier ist Celestial Assault, deutet darauf hin, dass das hier mit viel mit Fliegen zu tun hat. Das gefällt mir jetzt schon bei der Vorstellung. Und wir haben es, wie gesagt, mit dem Deck aus 2002 zu tun, aus der wunderbaren Edition Onslaught, auf Deutsch Aufmarsch, eine Edition, in der viele von euch, viele andere Spieler angefangen haben damals. Danach kamen ja die tollen Editionen Scourge und Legions. Sets, die extrem viel mit Kreaturen zu tun hatten, wo das Spiel nochmal einen Turn in Richtung mehr Kreaturenpower nahm und ja, in Erinnerung geblieben sind. Hier sieht man übrigens noch, welche Decks es sonst noch gibt. Nee, das sieht man nicht auf den alten Packungen was drauf. Hier sieht man, was es im Verkaufsprogramm alles gab. Booster, Turnierpackungen, Deckboxen. Und natürlich Fat Packs. Hier haben wir es zu tun mit einem Themendeck. Jawohl, so ist das. Und jetzt seien wir einfach mal so frech und reißen das Ding auf. Hier ist der Zibbel. Ach, guck mal hier. Schaut euch das an. Da geht mir ja einer ab, gell? Ich packe so gerne Sachen aus. Da geht mir einer ab. Ach, wunderbar. Was gibt's Schöneres, ne? Wir haben Freitagnachmittag. Noch sind alle unterwegs. Ich bin als Erster zu Hause. Es ist still im Haus und ich darf in ganzer Ruhe, in aller Ruhe, ganz entspannt diese fast 20 Jahre alte Packung öffnen. Wir finden hier einen inneren, ja, ein Inner Seal. Oh, toll. Und worum geht's? Launch your very own two-front war. Also starte deinen eigenen Zwei-Fronten-Krieg. If your ground troops can sweep into victory. So ist richtig, Mann. Schon wieder hängen geblieben. Your air support will overwhelm the dwindling defenses with a decisive surge from on high. Also, wenn deine Bodentruppen es nicht schaffen, den Sieg zu erringen, dann wird deine Luftunterstützung den Gegner in seiner schwindenden Verteidigung schlicht und ergreifend überwältigen. Darum geht's. Passt zu dem, was ich gern spiele. Und wir finden, ach, wie schön, eine Ebene, eine Foil-Ebene in ihrer ganzen Pracht von David Martin, Onslaught. Wunderschöne Länder. Schauen wir uns direkt mal an. Ich bin ja ein Fan davon. Ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so der große, eigentlich war ich es auch noch nie, Foil-Sammler. Aber bei den Ländern kann ich es manchmal verstehen, wenn man die hübsch findet. Trotzdem würde ich mir nie ein Deck ganz ausfeulen und so. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist wie kann man das denn vergleichen?
Das ist wie Leute, die zum Schönheitschirurgen gehen, ne? Das ist wie Swarovski-Zeug tragen. Ja, genau. Das ist so wie, naja, es ist eben mal nicht, nichts für Oldschool-Leute. Es kam nach unserer Zeit. Sieht toll aus, kann man nicht anders sagen, aber braucht eigentlich kein Mensch, ne? Wunderbare Länder, kann man nicht anders sagen. Rob Alexander, Matthew Mitchell und David Martin. Die sind einfach schön, ja. Die Ebenen hier aus Onslaught sind echt schön. Das ist auch eine wunderbare Landschaft, hat sowas Nordisches hier mit diesen beiden Birken. Wunderschön. Ja, sehen gut aus. Die haben wir noch nicht gesehen, David Day. Ja, schöne, schöne Ebenen. Und dann kommen wir zu den Inseln. Ja, die sind jetzt nicht die allerschönsten, die es je gab. Nee, aber sind trotzdem schön. Es ist halt der Rahmen, ne? Der alte Rahmen, die Farbenpracht dieser Karten. Die Anleitung schauen wir uns später an, machen wir heute mal so rum. Und dann schauen wir jetzt mal weiter hier, was es hier noch alles im Deck gibt. Also wir haben ein besonderes Land, nämlich ein Seaside Haven, ein Ankamen aus Onslaught. Du kannst damit ganz normales Mana produzieren, aber du kannst auch, wenn du einen Vogel opferst, eine Karte ziehen. Ist witzig für ein Vogeldeck, gar nicht so schlecht, weil du dann vor allem ja die Karte ohne Nachteil rausbringen kannst. Steht ja nicht drin, dass er getappt ins Spiel kommt, ist schon mal ganz okay. Tun wir mal hier zu den Ländern rein und dann schauen wir mal, was das Deck sonst so bietet. Da ich viel Azure spiele, müsste ich eigentlich in der Lage sein, das Deck zu verstehen. Wir haben zuerst den Ghastcloak Runner. Für ein weißes 1/1. Wenn der geblockt wird, darfst du ihn enttappen und aus dem Kampf herausnehmen. Okay. Becomes blocked, you may untap it and remove it from combat. So ist es. Mhm. Zweimal hier drin. Dann haben wir Pearl Spear Courier. Für 3 Mana 2/1. Du kannst dich entscheiden, ihn nicht zu enttappen während der Enttappphase. Und es ankamen. Und für 3 und tappen, solange er getappt ist, steht hier. Ah, Target Soldier gets +2/+2 and has attacking doesn't cause this creature to tap. Also, der kann, wenn er getappt ist, eine eigene Kreatur, jo, einem Soldaten, +2/+2 geben und Wachsamkeit. Okay. Dann haben wir den Ghastcloak Harrier, Bird Soldier, für 3 Mana 2/2 fliegend, schon mal ganz gut. Und whenever Ghastcloak Harrier becomes blocked, you may untap it and remove it from combat. Okay, da hast du das gleiche nochmal. Du kannst ihn enttappen, wenn er geblockt wird und aus dem Kampf entfernen. Schick. Dann haben wir zweimal drin Daru Kavalier. Diese Daru, diese Soldaten, das war damals ein großes Thema. Da wurden sehr viele Soldatendecks gebaut und Daru waren so das Volk hier, diese, die wohnen in diesen Dingern hier. Ich zeig's euch gerade mal. Na, komm schon. Da wohnen die Daru. So sehen die aus, ne? Diese Hütten da, das ist so das Daru-Volk. Und was kann der hier für 4 Mana 2/2 mit Erstschlag, wenn der ins Spiel kommt? Du kannst deine Bibliothek für eine Karte namens Daru Kavalier durchsuchen, zeigen, in die Hand nehmen und danach die Bibliothek mischen. Okay. Also ermöglicht dir einen weiteren Daru. Und zwar genau diesen hier auf die Hand zu nehmen. Dann haben wir den Dive Bomber, den Sturzbomber. Für 3 Mana 2/3, nee, für 4 Mana. Bird Soldier fliegend. Den kannst du tappen und opfern und 2 Schadenspunkte auf Zielkreatur angreifen oder blockend austeilen. Okay, das ist ganz witzig. Und wir haben den Ghastcloak Skirmisher, ein Bird Soldier, auch mit Flugfähigkeit. Haben wir den nicht eben schon mal gehabt? Ist das gleiche nochmal wie der hier? Ja, genau, der Harrier. Der kostet 4, hat 2, 3. Der kostet 3, hat 2, 2. Und das gleiche, wenn der geblockt wird, kannst du ihn enttappen. Okay. Interessant, ne? Der kostet 3 Mana, hat 2, 2. Der kostet 4 Mana, hat 2, 3. Der gilt als Ankam, der als Kam. Dabei sind die eigentlich ja, fast identisch, bis auf hinten drauf. Und der da sogar einen Tick besser, wenn ihr mich fragt. Naja, egal. Und den legen wir mal hier hin. Den Ghastcloak Sentinel für 4 Mana. Ankam 3, 3. Und das gleiche Spiel, wenn der geblockt wird, kannst du ihn enttappen und aus dem Spiel entfernen. Okay. Dann haben wir den Ghastcloak Savior. Für 5 Mana 3/4 fliegen, wenn irgendeine Kreatur, sowas, die du kontrollierst, geblockt wird, kannst du diese Kreatur enttappen und aus dem Kampf entfernen. Eine Rare. Okay. Und dann haben wir noch zweimal den Iron Fist Crusher. Ein Soldaten. 5 Mana 2/4 ankommen. Der kann jedwede Anzahl von Kreaturen blocken und hat Morph.
Das heißt, du kannst die Karte Face Down als 2-2-Kreatur spielen für 3 Mana und dann zu irgendeinem Zeitpunkt für Morph-Kosten, wie sie hier stehen, umdrehen. Und dann hat die ihren Überraschungseffekt ein Stück weit und kann dann direkt any number of creatures blocken. Das war weiß. Jetzt gucken wir zum blauen Anteil. Ascending Avon für 4 Mana 3-2 fliegend. Ascending Avon may block only creatures with flying. Okay, mit Morph, gleiche wie eben. Und Avon, das ist dieses Bird-Volk aus dieser Zeit, aus diesem Block. Dann haben wir den Screaming Seahawk. Zweimal drin, 5 Mana 2-2 fliegend. When Screaming Seahawk comes into play, may search your library for name. Gut, da kannst du gleich machen wie bei einem anderen auch. Du kannst den Seahawk mit dem gleichen Namen rausholen, auf die Hand nehmen und danach die Bibliothek mischen. Okay, für 5 Mana. Puh. Piety Charm für ein Mana Instant. Ein typischer Charm gab es seit Visions, wenn ich richtig erinnere, dass du die Möglichkeit hast, mehrere Sachen auszuwählen. Eine Möglichkeit ist, eine verzauberte Kreatur zu zerstören. Eine zweite Möglichkeit ist, einem Soldaten plus 2 zumindest zu geben. Oder deine Kreaturen bekommen Wachsamkeit. Ja, das ist eigentlich gar nicht schlecht für ein Mana. Dann haben wir den Unified Strike für 2 Mana, ein Instant. Remove target attacking creature from the game if its power is less than or equal to the number of soldiers in play. Das gibt also eine Synergie mit der Anzahl der Soldaten. Und dann haben wir Akromas Blessing. Das ist eine Karte, die tatsächlich viel gespielt wird, auch im Commander gespielt wird, von Adam Rex für 3 Mana, ein Instant. Ankamen Kreaturen, die du kontrollierst, bekommen Schutz vor einer Farbe deiner Wahl bis zum Ende des Zuges mit Cycling. Starke Karte, nützlich auch in Cycling-Decks und so weiter, immer mal wieder gebraucht. Und da sehen wir auch Akroma hier als wichtige Figur in der Handlung, kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, wenn ich die Anleitung anschaue. In Spirit für 3 Mana ist ein Instant, dann kannst du eine Kreatur enttappen und der plus 2 plus 4 bis zum Ende des Zuges geben. Oblation für 3 Mana eine Rare, ein Instant, der Besitzer eines Ziel-Nichtland-Permanents muss es in die Bibliothek zurückmischen und darf dann 2 Karten ziehen. Das ist ziemlich geil, damit kannst du ein Stück weit eine große Bedrohung des Gegners erstmal beseitigen, bis er sie vielleicht wieder zieht. Oder du kannst selber etwas Unbedeutendes in die Bibliothek mischen und dir selber einen Kartenvorteil geben. 3 Mana, nicht schlecht. Sandskin für 3. Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by enchanted creature. Okay. Und Sunfireball für 3 Mana eine Ankamen Instant, du verhinderst 4 Schadenspunkte, die eine Zielkreatur oder Spieler in diesem Zug bekommen hätten, mit Cycling 2. Und wenn du das cyclest, dann kannst du einen Schadenspunkt verhindern. Auch das wird oft noch gespielt und genutzt durch die Flexibilität, die das hat. Dann haben wir Defensive Maneuvers für 4 Mana an Instant-Kreaturen. Deiner Wahl bekommt plus 0, plus 4. Des Typs deiner Wahl, also in dem Fall wahrscheinlich Soldaten oder Avon. Und dann kommen noch die blauen Karten, auf die bin ich jetzt richtig gespannt. Wir haben für 2 Mana, zweimal hier drin, einen Instant. Makes Mage Guile. Common target creature can't be target of spells and abilities this turn with Cycling. Ja, ich mag Cycling. Ich bin ein Fan von Cycling. Gibt dir so viele Optionen. Ganz witzig. Meddle ist hier drin. Für 2 Mana eine Ankamen. If target spell is only one target and that target is a creature, change that spell's target to another creature. Okay, kannst du sozusagen switchen von einer Kreatur auf die nächste. Etwa ein Exilzauber oder ein Burn-Spell oder irgendwas anderes, das deine Kreatur beschädigen würde, kannst du damit umlenken. Und dann haben wir Airborne Aid für 4 Mana an Hexerei. Du darfst, für jeden Vogel im Spiel eine Karte ziehen. Okay, das ist im richtigen Umfeld ziemlich mächtig. Oh, und dann haben wir eine Karte von Rebecca Gay. Die Karte übrigens, glaube ich, das Bild hier, das ist im Augenblick sogar im Verkauf. Es gibt eine Galerie in den USA. Ich habe mich da vor kurzem mal ein bisschen umgeschaut, weil ich so ein Fan von Rebecca Gay bin. Ich habe in letzter Zeit so tolle Bilder von ihr angeschaut, in diesen ganzen Videos über die schönsten Bilder im alten Magic, die schönsten Artworks. Ist mir dieses Bild hier aufgefallen, denn dieses Bild gehört zwar nicht zu den schönsten Bildern im alten Magic, das ist ja schon 2002 und damit nicht mehr alt. Dieses Bild ist mir aufgefallen auf einer Website eines Online-Händlers. Einer Galerie, so ist richtig, der auch online die Bilder verkauft und verschickt, Originalbilder von Rebecca Gay. Und Rebecca Gay hat wohl Bilder an diese Galerie verkauft. Und diese Galerie hat, glaube ich, 5, 6, 7 Bilder noch. Und die günstigsten Bilder von Rebecca Gay kosten 2000 Euro. Das wäre dann eine Handtuschezeichnung, bevor sie es reinmalt. Und die fertigen Bilder hier in der Art und Weise kosten so 18.000 bis 25.000 Euro. Dann hat man dann ein Original. Sie ist eine großartige Künstlerin. Richtig teuer, die Bilder. Ich kann mir sowas überhaupt nicht leisten. Aber wenn ich im Lotto gewinne, kaufe ich die ganze Galerie leer. Ich werde aber nicht im Lotto gewinnen.
Das Bild ist auch von ihr und das hätte man da kaufen können. Das steht im Augenblick im Original zum Verkauf. Ganz genau, was ein Zufall, ne? Im Internet könnt ihr das finden in der Galerie. Für 5 Mana ankamende Verzauberung, für 4 Mana ausgeben und irgendein Permanent opfern, kannst du dein Ziel permanent auf die Hand zurückschicken. Schön. Und die letzte Karte, Essence Fracture. Sehr cooles Bild. Gefällt mir sehr gut. Für 5 Mana eine Hexerei ankamen und return to target creatures to their owner's hands. Also klassisch 2 Boomerang in einem. Aber an der Stelle, also kein Boomerang, sondern ja, Rückrufe in einem. Aber du hast, es wäre nämlich ziemlich teuer, wenn es nur 2 wären, ohne zusätzliche Effekte. Du hast zusätzlich noch Recycling, deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen teurer, das Ganze. Es gibt günstigere Karten, mit denen du Kreaturen bouncen kannst. Die ist ziemlich teuer. Zitiert wird hier Ixidor, der Reality Sculpture, wichtige Figur in der Zeit. Shaping Reality is simply a matter of knowing where to apply pressure. Okay. So, das war das Deck. Ich bin im Augenblick jetzt nicht so wirklich sicher, wie geil das ist, wie sich das spielt. Das hat unter anderem damit zu tun, dass sich diese Mechanik hier sehr dominant im Deck drin ist. Wenn eine Karte geblockt wird, entferne sie aus dem Kampf. Noch nicht so ganz durchschaue, wie sich das im Spiel auswirkt, wie das quasi sich mechanisch dann zeigt. Das muss man tatsächlich mal spielen, vermute ich mal, um dann ein Gefühl zu bekommen. Ich habe das im Augenblick nicht, aber jetzt schauen wir noch mal rein in die Anleitung. Also, wir kriegen, so wie das ist bei Onslaught, Morph. Klassiker, erkläre ich jetzt nicht groß, habe ich vorhin bei der Karte erzählt. Dann bekommen wir Cycling, haben wir eben auch gesehen, du kannst die Karte quasi umwandeln in eine neue Karte, die du ziehen kannst. Die landet dafür auf dem Friedhof, es gibt dafür Cycling-Kosten. Macht das Ganze flexibler. Wenn du die Karte nicht gebrauchen kannst, kriegst du eine neue, kannst du ersetzen. Und dann haben wir Tribal Cards. Das ist ein Onslaught ganz typisch. Es gibt ganz viele Stämme, Kreaturen, die du schön synergetisch spielen kannst, Goblins und so weiter. Ja, und dann gibt es natürlich auch neu hier einige Kreaturen mehr als nur einen Type haben. Zum Beispiel Zombie Cleric. Dann hast du sozusagen die Profession Cleric und den Tribe Zombie und kannst dann sowohl Cleric als auch Zombie-Decks draus machen, wenn du möchtest. Hübsch, ne? Dann haben wir die Onslaught-Story. Da kommen wir wieder zurück zu Kamal, zum Krosanischen Wald. Ach, wunderschön, zur Kabal, dieser bösen Truppe von Schwarzmagiern, die Leute in ihren Kampfarenen gegeneinander antreten lassen. Ixidor, den großen Meister-Illusionisten. Ach, wunderbar, Akroma, wichtige Figur und natürlich Phage. Das werde ich jetzt nicht groß erzählen. Dazu habe ich in vielen Videos immer mal was gesagt und angedeutet. Könnt ihr auch hier, wenn ihr Stopp macht, lesen. Dazu gibt es auch einen Roman da unten von J. Robert King, wenn ihr Bock habt. Super interessant. Jawohl. Alles spielt noch auf Dominaria. Das heißt, wir sind immer noch im Original, in der Originalwelt. Allerdings jetzt schon andere Kontinente. Otaria ist hier der Kontinent und andere Epoche als die andere Rahmenerzählung, die wir sonst so kennen, Brothers War und so weiter. Haben sie mehrmals gemacht, gilt ja auch zum Beispiel für Sarpedia oder Sarpadia, gilt ja zum Beispiel, also Fallen Empires und gilt natürlich auch für das Ice Age und gilt natürlich auch für Jamura und so. Immer andere Kontinente auf Dominaria und andere Epochen, die da genutzt wurden, um die Handlung zu verlagern und neue Tribes und Länder und Kulturen einzuführen. Die Decklist haben wir im Grunde gesehen. Eben brauchen wir es nicht nochmal machen. Da sind die beiden Rares drin. Und wie spielt man das? Usually White Blue Decks are thought as of Control Decks. Normalerweise spielt man also Control Decks, wenn man weiß, Blau spielt, nämlich langsame und ohne Kreaturen gedachte Decks und nicht Beatdown Decks draufhauen und gewinnen. Aber hier kann man sozusagen das anders machen. Wenn du möchtest, kannst du den Gegner mit Soldaten und also Horden von Soldaten steht hier und Flugkreaturen in den Boden stampfen, wenn du das möchtest, kein Problem. Und es gibt Flugfähigkeit und Combat Tricks, die dir erlauben, das Battlefield zu übernehmen. Deine Flieger und deine Gastcloak Creatures. Gastcloak ist dieser Begriff dafür, dass man eine Kreatur, wenn sie geblockt wird, aus dem Kampf entfernen kann. So habe ich es verstanden. Die helfen dir, den Kampf so zu gestalten, wie du es möchtest, zum Beispiel aus dem Kampf rausgehen, wenn es nicht so läuft, wie du es vorstellst. Das ist die Idee hinter Gastcloak, genau. Aber du solltest in der Regel in der Lage sein, regelmäßig anzugreifen mit deiner Armee, denn du hast so viele Kreaturen drin und so viele tolle Sprüche, mit denen du deine Angreifer beschützen kannst, dass das funktionieren sollte. Ne? Du kannst deine Taktik unterstützen, indem du zum Beispiel mit Medal oder Mage's Guide zurückschießt auf den Gegner und du hast die Möglichkeit, deine Defensive und deine Offensive zu unterstützen.
The beauty of Gastlocutius is that sending them into battle is a can't miss proposition. Also wenn du die in den Krieg schickst, ist es nicht schlimm. Es kann dir nämlich im Grunde nichts passieren. Selbst wenn es schief läuft, kannst du sie zurücknehmen. Ja, das ist nämlich das Geile daran aus dem Kampf. Du hast das letzte Wort, the final say, so you can attack first and make decisions later. Oh, das hört sich geil an. Stimmt eigentlich. Jo, das ist das Deck. Witzig. Ich weiß, es gibt Spieler, die wollen es jetzt haben. Den habe ich auch gesagt, sobald ich die aufgemacht habe, kann ich die denen verkaufen oder schicken oder tauschen. Müssen wir gleich mal schauen. Teuer sind die ja nicht gewesen, so 10 Euro oder was das Deck. Da wird man schon seinen Spaß mit haben und ich glaube, das gebe ich tatsächlich so, wie es ist, weg. Ich bin jetzt kein großer Onslaught-Spieler, deswegen gibt es andere Leute, die sich darüber freuen und ich werde die nächsten Decks demnächst aufmachen. Und ich freue mich schon drauf, ja, mit euch das anzuschauen oder vielleicht auch mal zuzugucken, wie die Jungs damit zocken. Kann man sich alles anschauen bei uns im Discord, dafür haben wir eigene Kanäle, vielleicht habt ihr Bock drauf. Bis dann, tschüss.